Mein Vater hat gesagt, Hermann, wenn du hier hinkommst, sagst du mir grüß Gott. Grüß euch! Na, glaube ich auch, dass ihr ein bisschen was redet da. Sind Pensionisten da, oder? Ja, die sind ein Wahnsinn, die Pensionisten, gell? Sind die einzigen, die sich ohne Sex vermehren, das glaubst du gar nicht. Das ist unglaublich, aber bei mir ist das so, ich bin ein Naturbursch, ich bin eine Hausgeburt, weißt du, also nicht eine Aus, eine Hausgeburt. Ich bin daheim geboren. Unsere Mama ist erst ins Spital gekommen, wir haben es das erste Mal gesehen. Und zu meinem Vater habe ich gesagt, bin ich ein Kind der Liebe? Hat er gesagt, sicher, glaubst du, was kann man aus Vernunft machen? Meine, geht euch das auch so, kriegst du diese neue Gesprächskultur, heute darf man das nicht mehr sagen und das nicht mehr sagen. Früher, wenn einer Rampen gehabt hat, so, hörst du, bist blöd, hat man gesagt. Ne? Heute muss man sagen, der hat eine Feinkostwölbung. Ne? Der ist ein bisschen lebensmittelschwanger. Ne? Bei den Frauen sagt man erotische Nutzfläche. Ne? Oder wenn einer kalt war, hat man gesagt, hörst du, Glotzer, der heute muss sagen, das ist FKK auf höchster Ebene. Ne? Oder wenn er einen Porsche hat, früher hat man gesagt, Porsche darf nicht, also hat der Aufzug nicht bis aufgefahren. Ne? Früher hat man gesagt, du bist ein bisschen deppert. Halt. Ich muss sagen, kann es sein, dass du derzeit den intellektuellen Erwartungshorizont ignorierst, das ist ja sehr viel besser. Ne? Man lässt da keinen Schaß mehr, das ist ein Analseufzer. Ne? Man sagt nicht mehr Prostituierte, das ist eine Vaginalfachverkäuferin. Das ist diese neue Gesprächskultur, die geht man ein bisschen am Schädel vorbei. Herr Fotograf, was machst du jetzt mit dem Foto? Kann ich von dir auch ein Foto haben? Das biege ich daheim auf die Zuckerldosen, dass die Geschrotten nicht hingreifen. Viel Gatsch! Das wird schon. Viel Gatsch! Und immer rum, sonst ist sich dir die Augen zu. An so ein Ohrmutschkerl wird dir schon in kein Schüling. Aber nein, ich bin der Zahn und bist der Zwilling. Fällt mir gut. Mehr lachen ja nicht zu dem Verzeihen. Hupfen Gatsch und Grundi. Sind Deutsche da, sonst müssen wir hüpfen in die Pfütze singen. Siehst du, der Herr in der ersten Reihe kommt sicher mal in den Himmel, weil die Haare sind schon beim Teufel. Weißt du, warum die meisten Männer glotzen, gell? Weil sie beim Nosenbohren den ganzen Humus runterfahren. Grauslicher Mensch, der Herr. Oberreich, ich bin zwar und bist dein Zwölf. Ich stolz auf euch. Wer kann ja nicht so deppert sein? Hupfen Gatsch und grob die ein. Ich spiele das immer in G-Dur, weißt du warum? Da gibt's ja Lil hinten noch, das kennen alle. Ein Prosit, ein Prosit, der Gemütlichkeit. Sag was? Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Die Dame, schau dir mal an, was macht denn ein Friseur hauptberuflich, ehrlich gesagt? Gartenpflege, ne? Nein, passt nicht. Und das ist doch ein Gemäuer dazu daneben. Eine gescheite Frau, das ist, sie nehmen die, weil man es vis-à-vis ist, muss die anschauen. Ich war heute Nachmittag schon auf einer 60er-Feier, habe ich den Jubilar gefragt, habe ich gesagt, hörst, kannst du dich an der erste Mal noch erinnern? Hat er gesagt, ich war schon froh, wenn ich mich an das letzte Mal erinnern kann. Das ist so. Aber was man ein bisschen mit einem weinenden Auge ein bisschen beobachtet, dass die Frauen im Alter eigentlich besser drauf sind. Also da muss ich ehrlich sagen, ein Freund von mir ist ein praktischer Arzt, und der hat mir das erzählt, vor einiger Zeit war eine 88-jährige Frau bei mir, 88-jährige. Ich habe gesagt, Herr Doktor, ich habe jetzt einen 30-jährigen Lebensgefährten. Hat der Doktor gesagt, Herrn Sex in den Alter kann aber tödlich sein. Hat gesagt, dann stirbt er halt. Es gibt ja, weißt, ich sage so, bei jeder Geschichte muss irgendwer herhalten. Ne? Das ist, ja, zum Beispiel, vorgestern habe ich meinen Schulkollegen besucht, sage ich, ist der Schwiegermutter nicht da, sondern ist im Garten draußen. Geh raus, ich sage, ich sehe es aber nicht, so ein bisschen graben musst du schon. Schulkollegen habe ich auch nichts getroffen, sage ich, wie geht's denn? So, die lass mich scheiden. Sag ich, bist deppert, warum lass dich denn scheiden? So, das ist meine Frau, redet schon 4 Monate nichts mehr mit mir. Ich sage, bist deppert, so, ich kriegst du nie wieder. Du, apropos Zahn, kommt eine Frau zum Zahnarzt, taut sie auf die Brischen, der Doktor schaut eine bei der X-Latsch, und sagt, die Frau, den Zahn müssen wir reißen. So, du ist es nachher. Der Doktor, Zähne reißen mag ich überhaupt nicht, der Rügel, lieber Kind, hat er gesagt, du musst in den Sessel anders stehen. Du, die Dame im Blond, darf über den Blond, du, ich war vor ein paar Wochen in Schwächert, und haben sie mir erzählt, in Schwächert bei der Auer hat eine Blondine angerufen und gesagt, können Sie mir bitte sagen, wie lang fliege ich denn von Wien nach New York? Sagt die Dame am Telefon, einen Moment, sagt's Dankeschön.
Überall ist es ein bisschen Waschalboden in der Therme. Glaubst du, die werden den Whirlpool reinkommen? Die Pensionisten haben sie alle gebraucht. Noch kein Leckfetten. Der ganze Whirlpool voller Friedhofsdeserteure. Hör, das bin ich doch. Jetzt bin ich daheim mit der Alpeli, den möchte ich auch in den Whirlpool rein. Was soll ich tun? Jetzt habe ich meinen Mantel fallen lassen, in dem Moment haben sie alle geschaut auf mich. Dabei sie alle geschaut haben, bin ich mitten in den Whirlpool bei meinem Gras geschaut, habe ich so die Pickel weggemacht. Das machen eh alle. Na sicher, sonst kommen die nie auf 35 Grad. Du da den Werner auf der Polizei einen Angriff und sagst, Herr Inspektor, bitte, Herr Inspektor, kommen Sie bitte ganz schnell, Herr Inspektor, es raffen Sie gerade zwei Frauen um mich, so der Kieber ist ja nicht schlecht, sagt er, aber die Platte gewinnt. Bei uns trinken soll ich das alkoholfreie Bier, die Tempen so auf ein alkoholfreies Bier, bitte. Ich schau mir einen Pornofilm auch nicht in den Radio an, oder? Wenn einem so gefällt, wie du mich. Na hallo, lasst uns auch mittrinken ein bisschen, hä? Was? Habt ihr einen Trinkspruch wenigstens drauf? Die glorreichen vier von der ersten Tisch. Na, das kann man ja nicht. Das ist der Narsch. Wenn es hintereinander geht, ist es ein Flaschenzug. Irgendein Trinkspruch, so was ich. Lieber Mond, wenn ich dich sehe, denke ich an meine Plage. Du bist im Jahr nur 12-mal voll und ich fast alle Tage. Jetzt muss ich euch was erzählen. Auf einen Bekannten von mir, die Frau, muss ich wirklich, darf das alt strapazierte Wort verwenden, ein Blunzen. Hat im Supermarkt gefladert, eine Dose Pfirsich hat es gefladert und hat eine Verhandlung gegeben. Und der Richter hat gesagt, was haben Sie gestohlen? Und er sagt, eine Dose Pfirsich. Hat er gesagt, wie viel Pfirsich waren denn drin? Hat er gesagt, sieben. Hat er gesagt, gut, dann gehen 7 Tage ins Gefängnis. Hat der Mann gesagt, und eine Dose Erbsen hat es auch gestohlen. Das ist Liebe, ja. Und viele Leute glauben, ich dazu einen Blödsinn, aber ich dazu nur Geschichten aus dem Leben. Was mir vor 14 Tagen passiert ist, Leute bei uns draußen, gehe ich raus, stehen die Zeugen Jehovas draußen. Ich schaue es an, jetzt weiß ich, kommt einer einmal. Und die haben sich angeschaut, so, kommt einer, trinkt einen Kaffee? Ja, bitte, haben sie gesagt, sitzt halt nieder, ich komme gleich. Bin ich mit dem Kaffee gekommen, haben gesagt, und wegen was war es eigentlich da? Haben sie gesagt, das wissen wir es nicht, weil so weit sind wir noch nie gekommen. Gemeinde haben sie jetzt nämlich auch so intelligente Sache gehabt, da haben sie einen Posten ausgeschrieben, haben sie 3 beworben. Jetzt hat der Bürgermeister Aufnahmsprüfung gemacht mit den 3, so, zum ersten können sie bis 10 zählen, so der Freilich 2, 4, 6, 8, 10, 9, 7, 5, 3, 1. Ja, so der Bürgermeister ist auch noch für sich richtig, warum zählen sie so umständlich? So, da wissen sie, wo ein Brieftrager, bin ich auf der geraden Seite aufgegangen und auf der Ungeraden wieder runter. Sagt er, ja, warten Sie dabei draußen. Da zum Zweiten können Sie auch bis 10 zählen. Sagt er, ja, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagt er, ganz gut, aber warum zählen Sie von oben runter? Sagt er, wissen Sie, war Sprengmeister beim Bundesheer. Bei 10 am Anfang, bei 0 hat es duscht. Sagt er, ja, warten Sie auch dabei. Sagt er, zum Dritten können Sie bis 10 zählen. Sagt er, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist sehr gut. Sie sind aufgenommen. Können Sie weiter zählen? Einer sagt er, ja, pur, dann kenne ich aus. Es muss doch reichen für die Gemeinde. Ich war mit einer Lehrerin zusammen, nie wieder, bist du deppert, nie wieder Lehrerin. Die hat nachher jeden Mal gesagt, jetzt wiederholen wir das Ganze noch einmal. Nur die Dame lacht, so ist es nicht mehr wie früher, oder? Wissen bei euch? Hm? Auch nicht mehr. Ich denke mir das oft beim Sex, gell? Früher Vollgas, aber heute liege ich oben, werde schwindelig und liege ich unten, kriege keine Luft und liege auf der Seite sicher am Fernseher nicht hin. Was? Was klatscht jetzt? Das ist bei euch also. Aber darüber geht es Männer gut. Ein Schulkollege von mir, der ist unlängst 2 Stunden zu früh vor der Arbeit heimgekommen. Liegt seine Frau mit einem fremden Mann im Bett? Hat er gesagt, was geht hier vor? Hat sie gesagt, deine Uhr. So sind es die Frauen, ja? Frauen sind wie Männerschnitten. Gell? Sie stresst das auf, dann vernascht das und dann ist es nur Bresel. Das Geheimnis der Ehe, kann es auch der Tochter sagen. Das Geheimnis der Ehe liegt darin, dass man gemeinsam Probleme löst, die man gar nicht gehabt hat, wenn man allein bleiben würde. Das Wort Ehe kommt aus dem Latrinischen. Hast du ausgeschrieben, errare humanum est. Nicht so deutsch, irren ist menschlich. Ja, ich weiß das. Ich habe meine Frau geheiratet, weil ich glaubt habe, sie kann kochen wie die Mutter, dabei ist es wieder voll. Nicht? Was ist man? Sitzen im Bad und wir werden. Schau mal. Meine Frau hat gestern zu mir gesagt, Hermann, dass du mit einer anderen schlafen, man ist sterben. Aber wieso brauchst du nicht sterben, deswegen? Hallo, Radio! Wunderbar.
So ein Tripfen gibt keine Mischung, dass es euch heicht ein Wein. Bringt für Leib und Seele Erfrischung, hilft's mir. Ober, ja, liebe Leute, und nächstes Jahr hätte einer, der sehr alt geworden ist, 95 ist er geworden, der hätte nächstes Jahr seinen 100. Geburtstag, der Walter Häuser. Und was hat er geschrieben? Meine Freunde und Bekannten, das sind die Größten. Aber ich bin so bereit, mach bestimmt einen Kaschau. Und die Feine aus dem Rahmen schüppert Viertel übergaben. Und dann so rennt ein lieber Schmäh. Jetzt heißt es dran. Weil wir sind keine Weg, das wissen sie. Was wir sind, das hat der Mähler heißt, hat geschrieben, was wir sind. Ja. Was sind wir? Wir sind. Sowohl die Damen als auch die Herren, wir sind eine Weltpartie, ja, ja, eine Weltpartie, wir sind die Weltpartie von der Welt. Ihr seid so Wahnsinn, hat euch das schon wieder gesagt? Ihr ja? Seid das beste Bumble, was brauchst du nicht pfeifen, weil ich das dann Vogel hast. Entschuldige, wenn ich manchmal so mache, das ist. Nein, das hat einen Grund. Können Sie sich erinnern, ich glaube, 3 Jahre ist aus, da hat in Wien ein Passant in Anwesenheit eines Polizisten einen Putsch gemacht und hat 500 Euro Strafzeug. Können Sie sich erinnern? Und die der Spur einmal, ich lasse die Luft vorlassen. Ich war schon verarmt. Hast du gehabt, was ich für Scheiß los? Schwiegermutter, weißt du, warum die Scheiß stinken? Und dass die Tierischen auch was haben davon. Ne? Ich habe aber Viecher gern, ehrlich. Mein Enkel auch, 4 Jahre ist die Kleine. 4 Jahre und hat Viecher so gern. Was macht der Opa? Fahrt bei dir in die Tiergarten. Ne? Und wenn mir so die Kleine, Opa, so ein Opa, warum schaut denn der Affe so blöd? Ich sag, sehr ruhig, wir sind erst bei der Kasse. Im Fernsehen auch immer. Ich sag's immer, lieber Fernsehen geil als wie radioaktiv. Ja, man muss sich schon. Ja, ehrlich. Aber bei uns in der Ortschaft ist wirklich eine Familie, die haben schon 9 Kinder. Könnt ihr das vorstellen? 9 Kinder. Früher hat es sowas öfter gegeben, aber im 21. Jahrhundert 9 Kinder bitte. Und am Muttertag hat es gestanden, dass es mit dem 10. schwanger ist. War ein ganz verzweifelter Mann, stürzt zum Nachtkastel hin, holt den Revolver aus, er sitzt ihn an die Schläfen und hat sich gesagt, mag sie auch nicht, oder schießt einen Unschuldigen. Wenn sie zwei Freunde treffen, sagt der eine, wann heiratest du jetzt endlich? Sagt der andere, wann ich die Garage fertig habe. Sagt er, was soll's heiraten mit der Garage? Da sagt er, ins Haus kommt man die nicht rein. Ne? Oder so, oder was ich, kommt einer in eine Bäckerei, sagt er, ich hätte gerne 99 Semmeln. Sagt die Verkäuferin, was nehmen sie nicht gleich 100? Sagt er, wer soll denn die fressen? Man, das ist ein Wahnsinn. Kommt einer in ein Reisebüro, sagt er, ich hätte gerne nach Amerika fliegen. Sagt der Beamte, über München oder über Zürich? Sagt er, über Weihnachten. Ne? Da kommt einer zum Schachtel, der McDonalds, ne? So, der hätte gerne ein Händel, so der Verkäufer Chicken, so der nein, frisst gleich da, brauchst du nicht Chicken. Ne? Da kommt der Haber zu einer Katze auf mir und sagt, die Katze aus der frischen Unterhosen aus, oder schon lang. Auf der Autobahn holt der Kiefer einen Geisner vorher auf, so da hören sie fahren falsch, oder so, sie wissen nicht, wo ich hin will. Ne? Da meint, das ist eine Kurzgeschichte. Ne? Da treffen sie jetzt meinen Freund, so der eine steht auf, mein Frau ist Leberleid, und so der andere, bei mir ist gerade umgekehrt, meine ich ist leider leben. Ne? Da, was ich, da treffen sie zwei Freunde, so der eine, wenn ich einen Kaffee trinke, kann ich nicht schlafen, so der andere, bei mir ist gerade umgekehrt, wenn ich schlafe, kann ich keinen Kaffee trinken. Oder treffen sie zwei Freunde, wenn so der eine, immer, wenn ich neue Schuhe habe, kriege ich Blasen, so der andere, bei mir ist gerade umgekehrt. Diese Kurzgeschichte, man muss nicht, ich bin schon drauf gekommen, man muss eventuell schlüpfrige Sachen gar nicht aussprechen. Die Leute denken dann eh mit. Das Kopfkino rennt dann auch nicht, bevor sie schon gesagt. Meine Damen, was zum Mitdenken. Ja? Ein Pärchen liegt im Bett, oder also wenn mir sagt er zu ihr, dass du dir nicht wünschst, dass du mal ein Mann warst, hat sich gesagt, wünschst du das nicht auch. Das sind zwei Pensionisten treffen und ich gesagt, Qual, wie geht's dir? Und sagt, das geht schon wieder aufwärts. Es geht schon wieder aufwärts. Sagt er, wie merkst du das? Sagt er, gestern, wenn man auf die Zehen bist, heute schon aufs Knie. Es geht schon wieder. Dass man so ein bisschen den Ausgleich haben. Ja, fragst du, bist du eigentlich von Waldviertel? Weil du einen Hut auf hast, weil in Waldviertel haben sie einen Saustich, aber einen Hut auf, dass ich den Schädel nicht verwechseln. Sind wir wieder gut, ja?
Meine Freunde sind Stammitz, haben gesagt, dann habe ich gesagt, das muss auf meinen Grabstein drauf stehen, gesagt, gestern schon so ein Keks, jetzt machen wir dann so einen Geburtstag. Da steht drauf, schaut jetzt so deppert, die liegen da lieber am Strand. Apropos die Dame, du musst ja geschwind erzählen, eine Blondine auf einer Kreuzfahrt stürzt aus der Kabine und sagt, Kapitän, schnell löschen, in meiner Kabine brennt's. So der Kapitän, wir haben kein Wasser an Bord. Hast du rundherum ist genug Wasser, so der Blonzen, das brauchen wir zum Heimfahren. In diesem Sinn, vierte, alles Gute, Dankeschön.